Herzlich willkommen im neuen Nissan Leaf, der bei uns im Februar 2018 auf den Markt geht. Ich kann ihn jetzt schon mal hier in den USA fahren und man merkt gleich, er hat mehr Kraft. Also 110 kW hat er, das sind 150 PS, wenn man das so umrechnen kann, und 320 Newtonmeter. Und wenn ich jetzt mal aufs Gaspedal drücke, dann merkt man auch, der zieht richtig schön an und vor allen Dingen dank der Elektromobilität auch ohne Verzug. Die Kraft ist von Anfang an da, das ist wunderbar. Ein Feature hier drin ist das E-Pedal. Das heißt, ich habe eine, ja, kann man hier sagen, Automatik. Und wenn ich jetzt E-Pedal gedrückt habe, dann ist die Rekuperation so stark, dass er bremst. Und deswegen kann ich ohne Bremse hier fahren. Ja, er hat zwar eine Bremse, aber ich kann, wenn ich das E-Pedal eingeschaltet habe, quasi ohne Bremse fahren. Ich gehe jetzt vom Pedal runter. Er rekuperiert, wird langsamer und ich kann wieder beschleunigen. Wenn man das irgendwann mal raus hat, dann kann man damit relativ gut fahren. Sogar auch im Stadtverkehr ist eine schöne neue Sache das E-Pedal. Ich mache es jetzt mal wieder aus. Und wir fahren jetzt gleich auf die Autobahn, hier auf den Highway. Und da kann ich mal den ProPilot ausprobieren. So, jetzt fahren wir auf den Highway, wo ich dann auch gleich den ProPilot ausprobieren kann. Das ist allerdings kein autonomes Fahren, sondern es ist automatisiertes Fahren. Man spricht davon automatisiertes Fahren oder auch autonom Fahren Stufe Level 2, also die Unterstützung von Fahrassistenten, wo ich auch mal ganz kurz die Hand vom Lenkrad lassen kann. Er kann nicht selbstständig überholen, deswegen sind wir jetzt auch noch nicht im Bereich von Level 3, sondern Level 2. Ich muss eine Geschwindigkeit haben von roundabout, sagt man mir, 60 km/h. Ich bin jetzt schon weitaus darüber, das heißt, es müsste jetzt funktionieren. Ich drücke jetzt hier den blauen Button und dann, wenn ich die Geschwindigkeit habe, die ich haben möchte, drücke ich Set. So, und jetzt leuchtet es hier grün auf. Ich kann die Hände vom Lenkrad nehmen, wie man sieht, und er lenkt mit. Hält die Distanz zum Vordermann. Jetzt muss ich hier runter. Beziehungsweise muss ich gleich runter. Und ihr habt eben vielleicht gesehen, hier im Display leuchtet es natürlich rot, wenn ich die Hände wieder ans Lenkrad nehmen soll. So, jetzt sagt er mir, ich kann wieder die Hände vom Lenkrad nehmen. Er hält hier die Spur, obwohl das hier gar nicht richtig markiert ist. Das ist schon interessant. Lenkt mit. Ja, und jetzt sagt er mir wieder Hände ans Lenkrad. Das waren nochmal locker 20 Sekunden, die ich die Hände vom Lenkrad nehmen konnte. So kenne ich das auch von BMW und Mercedes. Interessant. Macht auch mal ein kleines Geräusch, wenn ich die Hände wieder loslassen kann. Zeigt mir hier alles grün an. Das ist eine schöne Fahrunterstützung. Wird man gerade auf längeren Strecken zu schätzen wissen. Ich muss jetzt hier abbiegen. Man sollte keine Angst davor haben. Wenn man die Möglichkeit hat, es auszuprobieren, probiert man es wirklich aus und wird die Erfahrung machen, dass es einen wirklich auf längeren Fahrten gut unterstützt. Mir gefällt es auf jeden Fall hier im Leaf richtig gut und was mir vor allen Dingen gefällt, ist, dass Nissan das in eine Preisklasse bringt, wo dann wirklich automatisiertes Fahren auch erschwinglich und möglich wird. Wir sprechen hier mit dem ProPilot bei über ungefähr 35.000 Euro. Ja, der Nissan Leaf hat eine Batterie mit einer Kapazität von 40 Kilowattstunden. Das ist mehr als beim Vorgänger. Ich erreiche damit Reichweiten von, ja, nach NEFZ von 378 Kilometer. Das mag dann im realen Betrieb ungefähr bei 250 Kilometern liegen. Immer noch 100 mehr als beim Vorgänger, aber auch 100 weniger als beispielsweise beim Opel Ampera. Allerdings bekomme ich den hier auch hoffentlich sofort geliefert und er kostet mich weitaus weniger als ein Opel Ampera. Nämlich rund 31.000, 32.000 Euro in der Basisversion. Habe ich den ProPilot allerdings mit an Bord, muss ich mindestens mit 35.000 Euro rechnen. Abzüglich allerdings nochmal 4.000 Euro der Prämie für Elektrofahrzeuge. Wie gesagt, geht ab Februar 2018 in Deutschland auf den Markt.